Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen, kommt heute ein kleines, kurzes, hoffentlich Live-Video. Wie du weißt, wenn du von mir schon gelesen hast oder mir auf Facebook folgst, biete ich in den nächsten Tagen eine kostenlose Seelenpartner-Erfolgssitzung, Seelenpartner-Magie-Erfolgssitzung für all diejenigen Frauen an, die jetzt endlich den richtigen Mann finden wollen. Wenn du eine dieser Frauen bist, die sich seit längerem damit herumquält, den richtigen Mann zu finden, wenn es dein Lebenstraum ist, endlich den richtigen Mann zu finden und eine unglaublich köstliche Liebe zu gestalten, dann solltest du weiterschauen, denn dann bist du am richtigen Ort hier. Die meisten Frauen, die zu mir kommen, haben eine Geschichte, die bringen eine Geschichte mit, die keine wirklich erfolgreiche Geschichte in der Liebe ist. Das kenne ich von mir selbst. Um mich kurz vorzustellen, ich bin Rosemarie Balmer. Ich war über 2 Jahrzehnte lang ungewollt Single. Das war wirklich nicht mein Wunsch und ich habe überhaupt nicht verstanden, woran es lag. Ich habe so vieles ausprobiert. Ich war mehrere Jahre lang bei einem Kinesiologen in Behandlung. Ich habe Hypnose, Rückführungen gemacht, EFT, dieses Tapping. Dann habe ich Selbsthilfebücher tonnenweise gelesen. Nichts hat etwas gebracht. Überhaupt nichts. Ich habe noch so viel tun können und ich endete trotzdem immer wieder am gleichen Ort. Ich hatte keinen Erfolg. Die Männer, die ich kennenlernte, passten überhaupt nicht zu mir. Ich hatte wenige, meist kürzere Beziehungen, die allesamt gescheitert sind und ja, bei denen ich mit gebrochenem Herzen zurückblieb. Die meiste Zeit traf ich überhaupt keine Männer, die für mich interessant waren. Ich weiß, es gibt Dinge in deinem Leben, die wahrscheinlich ähnlich aussehen. Auch du bringst deine Geschichte in der Liebe mit. Das ist völlig normal, völlig okay. Wenn du meine Geschichte jetzt gehört hast, kannst du das vielleicht auch besser einordnen, wie deine Geschichte, deine persönliche Geschichte, die du mitbringst, aussieht und dass das vielleicht gar nichts so Außergewöhnliches ist, einen solchen, wie wir das meist bezeichnen, Rucksack mitzubringen. Was ich meistens höre von meinen Klientinnen, wenn sie zu mir kommen, wenn sie sich überlegen, Hilfe zu benutzen, das sind drei Dinge, die die Frauen zweifeln lassen, ob sie jetzt wirklich wieder einen Schritt hin zu ihrem Partner, zu ihrem Traummann machen sollen oder nicht, oder ob sie besser alles so belassen, wie es ist. Das Erste, was die Frauen sich fragen, ist, bringt das wirklich etwas? Denn die meisten haben schon ganz verschiedene Dinge ausprobiert. Wenn du dir diese Frage stellst, lohnt sich diese Seelenpartner-Magie-Sitzung überhaupt mit Rosemarie? Soll ich das tun? Oder werde ich am Ende doch bloß wieder dort sein, wo ich schon immer wieder gelandet bin, nämlich ja, ganz am Anfang, wo ich mich wieder aufrappeln muss und wo ich mich entscheiden soll, bleibe ich jetzt Single oder wage ich wieder ein neues Abenteuer sozusagen, um meinen Traummann zu finden. Wenn du dir diese Frage auch stellst, ob du diese Sitzung mit mir machen sollst, diese kostenlose Sitzung, dann möchte ich dich gern auf dein Commitment zurückführen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr willst du diesen Lebenstraum von dir erfüllen? Wie sehr willst du den Mann deines Lebens kennenlernen? Und wenn du weißt, das ist ein tiefer Wunsch von dir, dann musst du etwas Neues wagen. Denn es ist unrealistisch. Wenn du gleich wie jetzt weitermachst, dann wirst du keine anderen Ergebnisse bekommen, wie die, die du bereits bekommen hast. Wie all die, die du immer schon bekommen hast. Du musst etwas Neues tun. Und ich kann dir hier gleich noch etwas sagen. Die 2 zentralen Dinge, die du für den Erfolg brauchst, um deinen Lebenstraum zu verwirklichen, das sind 2 kleine Sachen, 2 kleine und doch riesengroße Sachen. Das erste ist dein Commitment, deine Verpflichtung deinem Lebenstraum gegenüber. Und dieses Commitment musst du mitbringen. Frag dich,
wie sehr willst du den Mann deines Lebens kennenlernen? Wie sehr willst du den Richtigen kennenlernen und diese Liebe, von der du schon lange träumst, wirklich leben? Wenn die Antwort ist, dass du es wirklich willst, dass du sehr viel dafür tun würdest, dass du bereit bist, dich deinem Lebenstraum gegenüber zu verpflichten, dann musst du es wagen. Dann musst du dir sagen, dass du unbedingt etwas Neues ausprobieren musst. Denn das Zweite, das ich dir jetzt sage, was du noch brauchst, neben deinem eigenen Commitment, das ich nicht ersetzen kann, das keiner auf der ganzen Welt ersetzen kann, das nur du mitbringen kannst oder eben nicht mitbringst. Das Zweite, was du brauchst, ganz zentral wichtig, ist einen Mentor, der dich mit einem System, das funktioniert, durch den Prozess führt. Denn Liebe finden ist ein Prozess, wie alles andere erreichen im Leben auch ein Prozess ist. Im Job eine neue Ausbildung machen, eine neue Stufe erreichen, auch das ist immer ein Prozess. Nochmal, die zwei Dinge, die du brauchst für den Erfolg, sind ganz klar dein eigenes Commitment, das niemand ersetzen kann. Du bringst es mit oder du bringst es nicht mit. Und das Zweite ist, dass du einen Mentor brauchst. Wenn du dir also die Frage stellst, bringt das etwas, dann kann ich dir sagen, wenn diese zwei Dinge gegeben sind, auf jeden Fall bringt es etwas. Dann möchte ich dich ermuntern, diese Seelenpartner-Magie-Sitzung mit mir zu beantragen. Das Zweite, das viele Frauen sich fragen oder sich sagen, ist, ich sollte das doch alleine können. Ich sollte das mit der Liebe doch ganz alleine auf die Reihe kriegen. Und das ist eine typische Aussage von erfolgreichen Singlefrauen, weil du es als erfolgreiche Singlefrau gewohnt bist, alles im Leben auf die Reihe zu kriegen, alles selbst zu machen. Du kümmerst dich darum, dass du im Job erfolgreich bist. Du kümmerst dich um deinen Freundeskreis. Du kümmerst dich um deine Ursprungsfamilie. Du kümmerst dich darum, dass du im Urlaub an die Orte fahren kannst und das erleben kannst, was du möchtest. Du kümmerst dich um deinen Haushalt. Wenn es um dein Leben geht, kriegst du das alleine auf die Reihe oder du sorgst dafür, dass du es auf die Reihe kriegst. Und jetzt kommt ein großes Aber. Bei deinem Lebenstraum den richtigen Mann zu finden und eine Liebe zu gestalten, die ihresgleichen sucht, da geht es um das Verbindende. Da geht es nicht darum, dass du alles alleine machen musst, sondern da geht es darum, dass du dein Leben mit jemandem teilst. Und das ist die beste Gelegenheit, dich auf diese Beziehung, auf diese große Liebe vorzubereiten, indem du dir eingestehst, dass du nicht auf diese Welt gekommen bist, um alles alleine zu machen. Bist du nicht. Du brauchst nicht alles alleine zu machen. Vielfach nimmst du ja auch Hilfe in Anspruch. Im Job, wenn du etwas Neues erreichen willst, dann zögerst du nicht, du suchst dir die Hilfe, die du brauchst. Und deshalb ist es auch in der Liebe nicht anders. Auch wenn du das Gefühl hast, in der Liebe müsste ich doch das eigentlich auf die Reihe kriegen. Alle können das. Du brauchst nicht alles alleine zu machen. Kommen wir zum größten Stolperstein. Der größte Stolperstein ist, dass du Angst hast, wieder verletzt zu werden. Und dass du dir sagst, lieber mache ich gar nichts, als noch einmal so massiv verletzt zu werden, wie ich das aus meiner Vergangenheit erkenne. So verletzt zu werden, dass du vielleicht Wochen oder Monate lang Zeit brauchst, um dich wieder aufzurappeln, um an einen Punkt zu kommen, wo du sagst, ja, jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut. Wenn du diese Angst hast, dann möchte ich dich erneut auf dein Commitment zurückbringen und dich fragen, wie sehr möchtest du es? Wenn du deinen Lebenstraum wirklich erreichen möchtest, wenn du deinen Lebenstraum erfüllen möchtest, dann darfst du nicht auf diese Stimme der Angst hören. Du hast garantiert auch diese andere Stimme in dir, die dir sagt, du
du kannst haben, was du möchtest. Natürlich kannst du diese große Liebe haben. Du bist auf diese Erde gekommen, um diese Liebe zu erleben. Sie ist dein Geburtsrecht. Dann ist es, wenn du diese Stimme der Angst hörst, deine Pflicht, dir selbst den Gefallen zu tun und diese Stimme kleiner werden zu lassen. Den Knopf leiser zu drehen und die Stimme der anderen Seite, sage ich jetzt mal, diese andere, vielleicht ganz feine, leise Stimme in dir höher zu drehen, die dir sagt, du kannst das. Das ist ein ganz zentraler Punkt, bei dem ich dir behilflich sein kann. Denn eine Mentorin zu haben heißt, dass du immer wieder dorthin zurückgebracht wirst, wo du wirklich auch sein musst und sein kannst. Dort, wo du weißt, was du in der Liebe und im Leben alles erreichen kannst. Es ist eigentlich dieses, ich habe schon mal einen Facebook-Post darüber gemacht, dieses Nummer 10. Du siehst dich selbst als eine Nummer 10. Das heißt, du siehst dich als diese Person an, die alles sein kann und verwirklichen kann in ihrem Leben, was du dir auch immer wünschst. Und meine Aufgabe als Mentorin, eine meiner zentralsten Aufgaben ist, dich immer wieder darauf zurückzuführen, dass du dich selbst als diese Nummer 10 siehst. Ich sehe dich immer, ich sehe jede Frau als diese Nummer 10, weil ich weiß, dass auch du in der Liebe das haben kannst, was du dir wünschst. Ich bin keine Ausnahme. Also ich bin keine Ausnahme. Ich konnte mir diese große Liebe erfüllen, als ich 46 Jahre alt war, mit einer ganzen Vergangenheit mit komplettem Misserfolg. Meine Vergangenheit war gepflastert von Misserfolg an Misserfolg an Misserfolg, nebst Langpausen von Single-Dasein. Du kannst das auch, egal wie deine Vergangenheit aussieht. Wenn du also noch unentschlossen bist, möchte ich dich dazu ermuntern, dir ja, diese drei Dinge nochmals durch den Kopf gehen zu lassen, diese drei Einwände. Bringt das überhaupt jetzt etwas, es nochmals zu versuchen? Ich glaube, ich kann das alleine mit der Liebe oder ich sollte es zumindest können und ich möchte auf keinen Fall wieder verletzt werden. Lieber mache ich gar nichts und alles bleibt so, wie es heute ist. Lass dir das nochmals durch den Kopf gehen und ich würde mich freuen, wenn du dich entschließen könntest, diese Seelenpartner-Magie-Sitzung bei mir zu beantragen. Ich werde den Link noch posten, mit diesem Live-Video posten. Der Link heißt seelenpartnermagie.ch/anmelden-ms. Ich werde diesen Link noch posten. Die Anmeldungen sind die nächsten Tage noch offen. Ich habe meinen Kalender leergeräumt für diese Sitzungen. Nimm sie in Anspruch, du kannst nur profitieren. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende, wunderbaren Samstag und würde mich freuen, mit dir in Kontakt zu kommen und dich auf deinem Weg zu unterstützen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.